Hola Freunde, ich wünsche euch in erster Linie einen schönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen, je nachdem wann ihr dieses Video zu sehen bekommt. Ich möchte heute mit einer ganz besonderen Sache an euch herantreten. Es hat tatsächlich auch jetzt nichts mit Gasolina oder dem Driftsport oder Tuning-Treffen oder sonstigem zu tun. Es geht einfach auch so ein bisschen ums Zwischenmenschliche. Ich bin ja neben all den ganzen Figuren, die ihr kennt und mit all den Aktivitäten, die ich so verfolge und betreibe, ja auch noch liebender Familienvater. Und meine Tochter ist tatsächlich vor einigen Tagen an mich herangetreten mit einem weinenden Auge und hat mir morgens gesagt, Papi, ich mag diese Maske in der Schule nicht mehr tragen. Jetzt ist es natürlich so, ich bin auf jeden Fall kein Aluhutträger, Corona-Leugner oder sonstiges, aber wie ich es eben schon eingangs gesagt habe, natürlich Familienvater und versuche irgendwie mit allen mir möglichen Mitteln meine Kinder irgendwie glücklich und zufrieden zu stimmen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich unheimlich Schwierigkeiten habe, Dinge ungeschehen zu lassen. Ich versuche immer irgendwie das Maximale aus einer Sache, einer Idee oder Ähnlichem rauszuholen. Und auch bei dieser Sache hat mir das einfach keine Ruhe gelassen. Parallel zu dem Ereignis, muss man natürlich sagen, trat der Benny Börner an mich heran. Der wurde von Chris Müller, er hatte Speedmaster, Grüße gehen raus, an mich weiterverwiesen, weil auch er ein Anliegen hat und gedacht hat, mit meiner Reichweite könnte ich vielleicht etwas bewegen, wenn ich denn die Emotionen teilen würde, die er an den Tag legt. Wir haben uns kurz zusammengesprochen und festgestellt, dass uns eigentlich beide Belange interessieren und dass uns beides auch oder dass uns beiden auch das gleiche Thema keinen Spaß macht. Und es ist einfach die Situation, warum müssen Kids in der Schule eine Maske tragen? Das ist das eine Thema, da könnte man jetzt Stunden drüber debattieren. Da gibt es Pros und Kontras, wie bei allem im Leben. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt nicht darum, irgendeinen Beschluss, irgendeine Bestimmung an die Wand zu stellen und die schlecht oder gut zu heißen, sondern es geht tatsächlich vielmehr darum, dass wir als Eltern unseren Kindern die Möglichkeit geben sollten, zu verstehen, dass sie mit diesen Sorgen und Nöten, die sie vielleicht haben, in dieser nicht ganz so einfachen Situation, sicherlich auch psychisch keine einfache Situation für die Kids, dass sie mit dieser Angelegenheit eben nicht alleine dastehen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Kids zu vereinen. Und jetzt nicht in Form von alle auf den Spielplatz und ja, die Welt interessiert uns nicht mehr oder sonstiges, sondern das Ganze strukturiert, organisiert, geplant und strategisch sinnvoll und wertvoll für die Aktion. Und so kam die Idee, eine kleine Ausfahrt zu machen. Ich habe dann meine Connections bei der Polizei angerufen und gefragt, hey, wie lässt sich sowas realisieren? Lässt sich's überhaupt realisieren? Und dann war relativ schnell klar, grundsätzlich sind Kundgebungen, Versammlungen, Demos nicht ohne weiteres abzuweisen. Was natürlich in meinem Kopf dann weitergebrodelt ist, wie könnte man das ganze Thema im Interesse der Gemeinschaft und vor allem den Kids ein bisschen ausschlachten. Und ja, dann kam einfach die Idee auf, eine Kolonnenfahrt zu machen und den Kindern in dieser Zeit zu zeigen und zu signalisieren, A, seid ihr nicht alleine mit eurem Maskenthema in der Schule beispielsweise, oder den kompletten sozialen Einschränkungen und B, stehen wir als Eltern natürlich auch hinter euch, also den Kids. Und diese Idee natürlich immer weitergesponnen und irgendwann habe ich den Arsch zusammengekniffen und habe bei der Stadt angerufen und habe denen geschildert, was ich plane umzusetzen und habe tatsächlich auch grundsätzlich ein offenes Ohr gefunden, habe denen erzählt, meine Idee und dann ging es natürlich los, mit unheimlich viel. Wir brauchen Konzept, wir brauchen Pläne, wir brauchen Ideen für die Auflagen und so weiter und so fort. Und dann habe ich da zugearbeitet, so gut wie es mir möglich ist und möglich war, bis dann tatsächlich jetzt das klärende oder das alles entscheidende Telefonat oder Video-Zoom-Konferenz stattgefunden hat mit einer Handvoll Polizisten der verschiedenen Abteilungen, Verkehrspolizei, Einsatzleitung, Versammlungsblabla und so weiter, Ordnungsamt,
Die VBK, also die Verkehrsbetriebe, waren mit involviert und natürlich das Ordnungsamt und die Stadt. Ich glaube, Ordnungsamt habe ich jetzt zweimal gesagt, aber ist egal. Das war ein Kreuzfeuer. Ich habe mit dieser Anzahl an Menschen nicht gerechnet bei dieser Zoom-Konferenz und die haben natürlich alle auf mich eingeballert, wie wahnsinnig, und wollten von mir Grund, Idee, Umsetzung, Strategie, Route, alles Mögliche wissen. Und ich konnte natürlich alles logischerweise beantworten, weil ich ja vorbereitet in dieses Gespräch gegangen bin. Und bin der festen Überzeugung, dass wir bis Donnerstagnachmittag das offizielle Go bekommen. Jetzt möchte ich ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht. Wir möchten gerne uns mit den Kindern versammeln an einem Ort, der noch bekannt gegeben wird, zu einer Uhrzeit, die noch bekannt gegeben wird, das Ganze am Karfreitag. Jetzt hat es natürlich mehrere Gründe, warum der Karfreitag. Es ist natürlich so, der Karfreitag steht an, unmittelbar. Es ist vor Ostern unmittelbar. Ich glaube, dass die meisten von euch da draußen relativ wenig zu tun haben werden über die Osterfeiertage oder relativ wenig geplant haben. Dann ist natürlich so, dass der Karfreitag uns Tunern und Automobilfans natürlich auch schon immer gehört. Und ich mir einfach gedacht habe, dieses Datum verknüpfe ich mit vielen verschiedenen Ereignissen, wie zum Beispiel der Kinderdemo, der Kolonnenfahrt und dem Zurückholen unseres Karfreitags. Das Ganze, wie gesagt, wird am Karfreitag stattfinden. Ich kann auch die Uhrzeit schon mal nennen. Es wird zwischen 14 und 16 Uhr sein. Ich werde bereits ab 13 Uhr spätestens auf dem Veranstaltungsgelände sein. Dort wird es dann so sein, dass wir eine Kundgebung machen. Das hat sich die Polizei tatsächlich gewünscht, wenn wir das schon anmelden und legal umsetzen, dass wir dann aber auch ein Zeichen setzen müssen. Wir werden keine systemkritischen Demonstrationsallüren an den Tag legen, sondern wir lassen wirklich den Kindern den Vorrang. Die dürfen mit Plakaten, mit Transparenten, mit Bannern da stehen und dürfen einfach ihrem Frust vielleicht freien Lauf lassen. Die dürfen aber auch einfach nur dastehen, lachen, Spaß haben, singen, tanzen, alles, was sie möchten. Und wir werden natürlich unter Auflage, Einhaltung versuchen, denen einen schönstmöglichen Nachmittag zu garantieren oder zu gewähren. Das Ganze wird so ablaufen, da werde ich aber auch nochmal ein Ablaufvideo gerne hochladen, dass man sich einfach trifft, unter Einhaltung der Abstandsregel von mir eine Einleitung im Prinzip bekommt, was am heutigen Tag alles passieren wird. Das Ganze ist, wie gesagt, auf 2 Stunden angesetzt. Es gibt eine festgelegte Route in Karlsruhe, die wir befahren werden. Die musste ich auch mit der Stadt und der Polizeibehörde sehr intensiv ausarbeiten, diese Route. Es ist eine sehr coole Route, wie ich finde. Und die werden wir ganz gemütlich einfach abfahren. Jedes Fahrzeug wird gekennzeichnet sein durch uns. Wir werden verschiedene Dinge vorbereitet haben bis zum Tag X, damit von vornherein klar ist, welche Fahrzeuge zu diesem Verbund im Prinzip gehören. Das ist alles Auflage der Polizei. Es wird auch so sein, dass die Polizei vor Ort sein wird. Es kann auch sein, dass die Polizei uns begleiten wird, eskortieren unter Umständen, je nachdem, wie viele Fahrzeuge es sein werden. Ich appelliere an alle Mamas, an alle Papas und an alle Autoenthusiasten da draußen, kommt am Karfreitag nach Karlsruhe, setzt ein Zeichen. Ich habe Nachrichten gekriegt, noch und nöcher, also das waren locker 100, 150 Nachrichten heute, wann das steigt, wo das steigt. Da kommen Leute mit 5 Stunden Anfahrt, da kommen Leute mit Kindern, da kommen Leute ohne Kinder. Regel Nummer 1. Raser, Poser und Gammler sind unerwünscht. Wir werden jedes Fahrzeug, was das Gelände befährt, was uns nicht bekannt ist, fotografieren. Einfach um Fahrzeug und Kennzeichen zu haben, um sicherstellen zu können, dass es keine Ausschreitungen gibt, die wir nicht möchten, die wir nicht beeinflussen können, die wir nicht cool finden. Es wird keine Tuning-Veranstaltung, es wird kein Tuning-Treffen, es wird keine Burnout-Party. Es wird eine gesittete Ausfahrt mit hoffentlich unheimlich vielen Autoenthusiasten, Autofans, Familienvätern, Familienmüttern, Mütter mit Kindern, wie auch immer. Und es soll einfach Spaß bringen. Es wird 1-2 Highlights geben, die werde ich noch nicht verraten, sondern die werde ich dann am Versammlungstag bekannt geben. Ich arbeite sehr eng mit der Polizei und der Stadt zusammen, um das gesittet über die Bühne bringen zu können. Es ist mir eine wirklich persönlich wichtige Angelegenheit, das zu machen, und ich denke vom Benny auch. Sorry, dass ich dich die ganze Zeit nicht so häufig erwähne, aber irgendwie ist es so im Ego-Flow.
Aber ich appelliere an alle euch da draußen. Ich habe Zusagen gekriegt, dass die Heilbronner Fraktion mit einer Garde anreisen wird. Leute, wie eben schon gesagt, 5 Stunden Anfahrt. Aus dem Kölner Bereich wollen sich Leute zusammentun und kommen. Es gibt da draußen genug Clubs, es gibt da draußen genug Communities, die mich vielleicht als Phönix oder sonstigen Typen nicht wirklich leiden können. Aber wir können mit dieser Aktion ein Zeichen setzen. Wir können mit dieser Aktion zeigen, dass die Kinder einfach A, die Schnauze voll haben und B, manches, was mit denen auch psychisch getrieben wird, vielleicht nicht ganz geil ist. Wir können aber auch einfach zeigen, dass wir Tuner auch einfach normale Menschen sind, Familienväter und Mütter sind, auch Gefühle haben und diese gerne für unsere Kinder einsetzen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Glücklicherweise bin ich in der Position, in vielen Bereichen gute Kontakte zu haben und auch ein Durchsetzungsvermögen und ein Wille, Dinge in die Hand zu nehmen und zu realisieren. Das macht es sicherlich in vielen Dingen einfacher. Aber auch ich funktioniere nicht ohne eure Unterstützung. Und da bitte ich einfach, Clubs, Communities, versammelt euch, verbündet euch, startet eine eigene Aktion oder kommt nach Karlsruhe, unterstützt die Aktion. Corona ist noch nicht vorbei, es wird vermutlich noch eine Weile dauern. Wenn die Aktion gut ankommt, kann man die ja auch weiter ausbauen. Wir haben gemeinsam schon sehr vieles gerissen. Wenn ich einfach an die Tuner-Spenden-Wärme-Obdachlosen-Aktion, die läuft jetzt im 5. Jahr, und. Wir haben so viel gemeinsam gemacht, wo Leute einfach weiter fortführen in ihren Städten, wo sie mich dafür gar nicht brauchen, aber ich vielleicht die Initialzündung für das eine oder andere gegeben habe, was super ist, was mich mega stolz macht, was aber auch heißen soll, nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Und ich habe alles mir Mögliche getan, um den Karfreitag für uns zu legalisieren. Und vielleicht ist es auch in eurem Interesse, einfach mit euren schicken Autos vorbeizukommen, keinen Scheiß zu machen und mit uns gesittet durch die Karlsruher Innenstadt zu fahren und mehrere Zeichen in verschiedene Richtungen zu setzen. Ich würde mich sehr freuen über euren Support, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Ihr werdet über YouTube, ihr werdet über Instagram und Facebook weiterhin auf dem Laufenden gehalten. Im besten Fall, voll aktuell ist es auf Instagram im Moment unter phoenix-gasolina. Ich blende es auch hier nochmal ein. Folgt mir, schaut in die Stories, da werde ich den ganzen Tag Updates reinballern und würde einfach sagen, wir sehen uns am Karfreitag auf der Straße, auf unserer Straße, mit unseren Kindern, für unsere Kinder. Peace, ich bin raus.